Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher 3. Wir versuchen es gerade nochmal. Und ja, mal schauen, ob wir es diesmal hinkriegen. Mal schauen, wo wir dann hin müssen. Und vor allem, wie schnell wir da hin müssen. Denk mal, wir kommen jetzt wieder bei dem Winterdings raus, ja. Verdammt, mitten in einem Schneesturm. Ich muss irgendwo Unterschlupf suchen. So, schauen wir mal. Unterschlupf könnte das da unten ja natürlich auch sein. Können wir dann vielleicht einfach reingehen? Da schon mal nicht. Ich glaube, hier ist nichts, wo wir rein können. Dann versuche ich gleich mal die andere Seite. Mal schauen, was das wird. Oder einfach mal das Haupttor. Warum nicht mal den offensichtlichen Weg nehmen? Vielleicht bringt das ja auch mal was. Verdammt, mitten in einem Schneesturm. Ich muss irgendwo Unterschlupf suchen. Ja, versuchen wir das Ganze nochmal. Mal schauen, was das dann wird. Wird mir hier vielleicht irgendwas angezeigt oder muss ich wirklich da runter? Ich glaube, das bringt halt nichts, da unten rumzulaufen. Versuchen wir es doch mal. Ja, ich glaube, da müssen wir gleich nochmal neu laden. Aber da scheint mir auch nichts zu sein. Ich versuche es wirklich mal da unten bei diesem Gemäuer-Dings. Ob es bei diesem Durchgang in der Mauer, ob wir uns da vielleicht hinsetzen können. Das könnte halt auch helfen. Probieren wir halt jetzt ein bisschen rum. Wird schon werden. Verdammt, mitten in einem Schneesturm. Ich muss irgendwo Unterschlupf suchen. Ich glaube, sonst haben wir ja auch einfach nichts, wo wir noch hin könnten. Das da unten sieht mir aber gar nicht mal so schlecht aus. Ja, das ist doch vielleicht etwas offensichtlich gewesen. Voll geht's.
Iris und ihr Vater. Dann schauen wir mal, was haben wir denn hier? Pfeife. So hat er angefangen zu rauchen. Ein Bierhumpen. Aber es war Wodka drin. Oh, immerhin. Leer, bis auf den letzten Tropfen. Tja, der hat es wohl dann ein wenig volllaufen lassen. Ein Messer, blutbesudelt. Olgierd hat sich die Narben auf den Schultern wohl in jenem Winter zugelegt. Der Ehevertrag von Iris und Olgierd. Gut, den kriegt dann wahrscheinlich der Vater, der den irgendwie zerstören will, schätze ich mal. Und der andere ist halt noch am Saufen. Nicht ganz. Die Erinnerung ist noch unvollständig. Okay. Ah gut, aber genau, das hat wohl... beziehungsweise er will ihm den Ehevertrag präsentieren. Du kriegst dann halt hier den Humpen. So hat er sich also die langen Winterabende vertrieben. Ferner wird vereinbart, dass Iris angemessener Respekt zu zollen ist, dass ihr Rat und ihre Forderungen zu berücksichtigen sind. Kommt zum Punkt, Vater. Meine Geduld geht zu Ende. Gern. Gemäß Ihres Wunsch erkläre ich diese Ehe für null und nichtig. Du hast geschworen zu bleiben, bis dass der Tod uns scheidet. Ich habe meinen Schwur gehalten. Meinen Olgierd gibt es nicht mehr. So einfach ist es nicht, sein Wort zu brechen. Glaub mir. Du wirst hierbleiben. Für immer. Genug. Du erteilst uns keine Befehle. Du wirst... Vater! Vater! Nein! Dina! Nehmt den Kadaver und füttert die Tiere damit. Komm schon. Na gut, dann hat sich wohl scheinbar der liebe Olgierd zu einem Monster entwickelt. Damals hat von Everek aufgehört, ein Mensch zu sein. Seine Frau hat er noch geliebt. Nein. Er hat nur gewusst, dass er sie lieben sollte. Gehen wir nach oben. Das macht gerade Sinn. Ich kann jedoch auch meditieren, oder? Nein, kann ich nicht. Ah, doch. Kann ich scheinbar doch. Es hat zumindest was gebracht. Ich entsinne mich. Wir drei haben hier viel Zeit verbracht. In Stille. Wir gehen auf unsere Plätze, wie damals. Den Rest machst du. Okay, wir haben hier Pedell. Olgierd. Oh, wir können plündern. Ne, ist eine Tür. Dann schauen wir doch mal. Tja. Gedeckt für eine Person, sonst für niemanden. Ist Olgi zurückgekommen? Krallenspuren. Eine große Tonschüssel. Eine Terrine. Wohl für Suppe. Okay. Was haben wir denn da? Da können wir doch auch irgendwas machen. Jawohl. Irgendwas ist falsch. Okay, dann stelle ich da vielleicht mal die Kleine hin. Na also. Ah,
Ach ja, genau. Das war wohl deins. Hund kriegt große Schlüssel, Katze kriegt kleine Schüssel. Macht Sinn. Du kriegst auch noch irgendwas, was wir aber noch nicht haben. Ah ja, genau. Da haben wir noch was. Eine Platte. Ein Tablett. Da, bitteschön. Passt perfekt. Habt ihr aus diesen Schüsseln gefressen? Natürlich nicht. Ich sagte doch, wir sind keine Tiere. Aber der Pedel hat sie trotzdem hingestellt, wie befohlen. Noch eine Monstrosität? Ich bat dich, das zu lassen. Diese beiden sind schon zwei zu viel. Hund und Katze leisten dir Gesellschaft. Dieser hier wird dich beschützen und sich ums Haus kümmern, egal was geschieht. Früher wollte ich wissen, was in dir vorgeht. Ich dachte, ich könnte dir vielleicht helfen. Jetzt ist mir einerlei, was du denkst oder fühlst. Ich fühle nichts. Ich weiß auch nicht, ob ich dich noch hasse. Geh, Olgierd. Geh mir aus den Augen. Olgierd von Evereck hat nicht verstanden, dass wir ihn nie ersetzen würden können. Jetzt wirft sein Geist einen Schatten auf jede Erinnerung von Herrin Iris. Wir sind fast am Ende unserer Reise. Was liegt dort? Iris von Evereks größte Angst. Ja, wahrscheinlich Olgierd selber. Oder was anderes? Schauen wir uns das mal an. Mhm. Meine liebste Frau, ein Brief von Olgierd an Iris. Wäre ich mit Worten doch nur so gewandt wie mit der Klinge. Vor allem jetzt, da mein Herz von eisiger Leere erfüllt ist. Ich sehe, wie du mich anblickst, wie du dahin welkst. Ich kann dir nicht helfen, aber vielleicht kann ich aufhören, dir zu schaden. Dieser Brief und die Rose sind mein Abschied. Mögest du in Gesundheit leben und mich nur an die guten Zeiten erinnern. Olgierd. Okay, wir haben also ein paar Olgierd-Puppen hier, wie es scheint. Iris größte Angst, ja. Hüpf. Bald wird ein Hexer ihr nicht. Weint. Na, ich glaube ja nicht. Geht aber ganz gut so, muss ich ja sagen.
Du bist nicht er. Warte, ich will reden. Nicht hier. Nicht an diesem Ort. Es tut mir leid. Ich habe dich verwechselt. Mit Olgierd? Ich dachte, er wäre zurückgekehrt. Was bist du? Ein Geist? Eine Illusion? Ich bin Kummer. Ich habe dich schon gesehen, aber du warst nicht du selbst. Dann sah ich dich in deinen Erinnerungen wieder. Tatsächlich? Ich entsinne mich nicht. Ich hatte Albträume. Mehr weiß ich nicht. Ich bin wegen der lila Rose hier, die Olgierd dir gab. An dem Tag, als wir einander das letzte Mal sahen. Ich habe sie getrocknet und in unserer Kammer aufbewahrt. An meinem Bett. Dort lag ich und starrte sie an, bis sie zu Staub zerfiel. Wie ich kurz darauf auch. Die Rose ist also weg? Nicht in dieser Welt. Schau, du hast meinen Körper begraben und die Blume blüht wieder. Und ich bin aus einem dunklen Schlaf erwacht. Jetzt erst, wie meine schöne Rose. Als du das Bild auf mein Grab legtest, dachte ich an meinen Hochzeitstag. Sag mir, wie geht es Olgierd? Ist er gesund? Wohlauf? Dein Mann hat einen mächtigen Feind. Gaunter Odim. Kennst du den Namen? Ich verfluche den Tag, an dem ich ihn zuerst vernahm. Wer ist er? Und wie geriet er in euer Leben? Das war meine Schuld. Meinetwegen rief Olgierd den Mann des Glases. Wegen mir wünschte er Reichtümer und Unsterblichkeit für uns beide. Olgierd wird Odim doch besiegen, nicht wahr? Sag mir, wie geht es meinem Mann? Dein Mann jagt immer stärkeren Sinneseindrücken nach. Er fordert das Schicksal heraus, weil er unglücklich ist. Sein Herz ist aus Stein. Es hat sich also nichts geändert. Und hat Olgierd mich erwähnt? Was hat er gesagt? Nicht viel, aber ich habe nicht nach dir gefragt. Er schickt mich, um die Rose zu holen. Die Rose? Das Letzte, was ich von ihm habe? Sein letztes Geschenk. Die Rose scheint dir wichtig zu sein. Wichtiger als ein Andenken. Ich erinnere mich an so wenig. Nur wenn ich an die Rose denke, wird es klarer. Die Welt um mich wird realer. Und ich öffne die Augen und erkenne Dinge. Erinnere mich, wer ich bin und wer ich war. Ein Freund hat mir eins davon erzählt. Es könnten die starken Gefühle sein, die dich an die Rose binden. Hexer bezeichnen Gefühle auch als Stecknadeln. Sie halten dich in dieser Welt. Wie ein aufgespießtes Insekt in einer Sammlung? Entsetzlich. Ich muss ehrlich sein.
Wenn ich die Rose nehme, hörst du vielleicht auf zu existieren, wie die Welt, die du hast, entstehen lassen. Und was geschieht dann? Bin ich dann frei von Leid und Trauer? Erwartet mich die Leere? Ich weiß es nicht. Ich will nicht mehr leiden. Aber ich fürchte, dass es kalt und dunkel ist, bis gar nichts mehr ist. Ich brauche die Rose. Gibst du sie mir? Sie ist so zart. Schau, die Blütenblätter sind am Rand purpurn geworden. Wie an dem Tag, an dem ich sie bekam. Es fehlt nur noch der Tautropfen, der das Blatt hinabglitt, als ich die Rose in die Hand nahm. Oder war es Blut, weil ich mich gestochen hatte? Ich weiß es nicht mehr. Weißt du, ich habe Olgierts Brief nie gelesen. Das war nicht nötig. Und die Rose hätte ich auch nicht behalten müssen. Ich habe mich entschieden. Du bekommst die Rose. Damit enden unsere Dienste. Danke, Fremder, für unsere Freiheit. Ein Rat, bevor wir gehen. Hüte dich vor dem Mann des Glases. Wer ihm im Weg steht, der leidet ein Schicksal schlimmer als der Tod. Suche dein Heil im Glas, das unzerbrechlich ist. Glas, das unzerbrechlich ist? Leb wohl. Ich werde dich in Erinnerung behalten, Iris von Everick. Das spielt keine Rolle mehr. Leb wohl. Da geht sich in die Welt. So, die Quest wäre abgeschlossen. Wir haben Level Up. Den machen wir auch schnell. Mal zerfleischen. Ja, auch nicht schlecht. Komm, wir können ja mal hier die... Ah, nee, die haben wir schon ausgeskillt. Können wir mal in Armbrust gehen. Nutzen wir jetzt zwar nicht so oft, aber sieht zumindest interessant aus. Oder wie gesagt, Tränke, ehrlich gesagt, meh. Dafür brauche ich die halt wirklich viel zu wenig. Und da habe ich jetzt, glaube ich, das, was ich irgendwie... Wie gesagt, ich glaube, da habe ich jetzt einfach die, die ich wirklich gebrauchen kann, ausgewählt. Gehen wir mal in die Armbrust. Was haben wir hier noch? Kriegstrance.
Mal gucken, ob wir die noch irgendwie einsetzen. Naja, das sollte es aber wirklich mal gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.